Woran merkt man, dass ein Monat vorbei ist? Die YouTube-Abo-Box ist voller Pickup-Videos. Da will ich natürlich nicht nachstehen. Hier sind meine Pickups. Willkommen zu meinen Juli-Pickups. Ich habe wieder einiges in meiner Sammlung getan. Aber bevor wir starten, möchte ich die Gelegenheit mal nutzen, um mal etwas zu meinem Kanal zu sagen. Und zwar bin ich ja kurz davor, die 300 Abonnenten-Marke zu knacken. Das ist natürlich sehr schön für mich und das will ich natürlich mit einem besonderen Video feiern. Und da habe ich mir überlegt, dass vielleicht so eine Art Fragevideo vielleicht sich mal anbieten würde. Das hatte ich ja schon damals mal zum 100. Abo gemacht. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt für mich, die ich euch beantworten soll, haut es einfach in die Kommentare rein. Ich versuche dann einfach mal ein Video, wenn es denn soweit ist, zu machen. Aber ich sag, 2 Abonnenten, das müsste schaffbar sein, würde ich einfach mal sagen. Also schauen wir mal. Und auch viele haben euch wahrscheinlich gefragt, wie ist der Stand zu meinem alten DOS-PC? Ich kam einfach nicht wirklich dazu, da großartig weiterzumachen. Ich habe jetzt aber jetzt die Woche Urlaub. Ich versuche jetzt endlich mal ein Video zu machen. Weil, ja, die Faulheitsgrenze, sage ich mal, ist natürlich eine etwas andere, wenn man sich beim Basteln auch noch filmen will und das gleich natürlich noch schön aufbereiten will. Da siegt die Faulheit und dann hatte ich noch so viele andere Projekte wie mit der NES-Sammlung quasi im Kopf, wo ich dann einfach den nicht so den Elan zu gefunden habe. Aber ich hoffe, dass ich es nächste Woche endlich mal schaffe und dann wird das Video jetzt auch bald kommen. Ist ja im Prinzip nur die letzten Schritte, hoffentlich das Diskettenlaufwerk in Ordnung bringen und so weiter. Aber das war es so zum derzeitigen Stand zum Kanal. Es hat natürlich diesen Monat auch wieder einige Pickups gegeben. Wie immer fange ich eher mit den neuen Sachen an, bevor ich dann zu den älteren komme. Und zwar kommen wir dazu einen ganz besonderen Spiel erstmal. Und zwar zu Captain Toad Treasure Tracker. Warum ist das besonders? A, das Spiel hat natürlich einen guten Ruf. Es ist ja auf der Wii U erschienen. Da finde ich ehrlich gesagt auch den Preispunkt von Nintendo endlich mal vernünftig. Also das hat jetzt 40 Euro gekostet. Das ist, denke ich mal, für eine Art Remake ist das ein ganz guter Preis. Also hier sowas wie Donkey Kong Tropical Freeze für 60 Euro quasi Neupreis, obwohl es irgendwie eigentlich ein 3-4 Jahre altes Spiel ist, was nur ein bisschen portiert wurde, halte ich für überflüssig und das unterstütze ich dann auch nicht. Warum ist das besonders? Das habt im Prinzip ihr mir gekauft. Ja, das Ding ist etwas komisch, aber ich habe hier immer meinen Amazon Reflink unten stehen. Und ich habe jetzt die erste Auszahlung bekommen. Über die Monate hat sich da so ein bisschen was angesammelt. Habt ihr anscheinend fleißig benutzt. Vielen, vielen Dank dafür. Und von dem Geld habe ich mir jetzt das Spiel geholt. Also vielen, vielen Dank euch. Wer noch nicht weiß, was dieser Amazon Reflink ist, fasse ich kurz zusammen. Ich will jetzt nicht immer groß Werbung dafür machen. Ist unten ein Link, haben auch viele andere YouTuber eigentlich. Also hier der Weidemann von Schroff gezockt hat das zum Beispiel. Ich benutze das jetzt auch immer, weil ich weiß, was dahinter steckt. Und zwar klickt ihr einfach da drauf, dann öffnet sich eine Amazon Startseite. Und dann könnt ihr da einfach über die Suche ganz normal einkaufen. Und dann kriegt der, den diesen Link zur Verfügung gestellt hat, also in dem Fall ich zum Beispiel, einen gewissen Prozentsatz von euren Käufen. Das klappt zwar nicht immer, ich glaube, das klappt nur bei Sachen, die auch von Amazon selbst verkauft werden und nicht von diesen Drittanbietern. Ihr zahlt auf keinen Fall mehr, habt da keine Nachteile und das ist eigentlich eine super Aktion. Wie gesagt, wenn ihr mich nicht unterstützen wollt, andere YouTuber haben das auch. Guckt da einfach mal nach. Ich habe jetzt mit Absicht auf jeden Fall hier noch nicht reingespielt, weil da komme ich jetzt gleich zu. Weil momentan kommen zu viele Spiele raus und dann spiele ich die nur etwas an, aber nicht durch. Und das will ich eigentlich gar nicht, weil dann spielt man die Spiele irgendwie für 3-4 Stunden. Und dann kommt ein neues raus, was man dann wieder spielen will. Und also deswegen habe ich mich da nur zurückgehalten. Scheint aber ein sehr, sehr gutes Puzzlespiel zu sein, was auch so von der Optik her mir sehr, sehr gefällt. Also, schöner Titel. Danke, danke euch, meine lieben Zuschauer auf jeden Fall. So, und dann haben wir hier, ich muss noch ein bisschen verrenken, auch noch ein besonderes Switch-Spiel, und zwar Thimbleweed Park. Und zwar, warum ist das besonders? Man sieht es hier unten vielleicht schon, Limited Run. Das heißt, das ist nicht offiziell im Handel erhältlich, ganz normal. Das Limited One, das ist ja eine Webseite, die legen, ja, wie der Name schon sagt, in limitierter Auflage Spiele auf, die es sonst so in physischer Form eigentlich hätte nicht gegeben. Und dann kann man sich dann halt, entweder bringen sie meistens auch so Super Collectors Editions, die wirklich nur auf, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Stück limitiert sind.
Hier bei den Switch-Spielen ist es momentan so, ich habe mir noch eins vorbestellt. Das ist, glaube die Pre-Order ist in, glaube so 3, 4 Wochen offen. Da nehmen sie so viele Bestellungen auf wie möglich, kann man sich das bestellen. Und danach ist es aber rum und die Dinger werden nicht mehr produziert. Das heißt, ihr könnt ihr den quasi nicht mehr neu kaufen, also nicht mehr offiziell. Es wird wahrscheinlich irgendwelche Reseller geben, nehme ich mal an oder so. Und Thimbleweed Park habe ich sehr, sehr lange auf dem Radar gehabt. Und zwar, weil das ein Spiel von Ron Gilbert ist. Jetzt werdet ihr euch fragen, oder vielleicht manche fragen, wer ist Ron Gilbert? Muss man den kennen? Ja. Wenn ihr in den frühen 90ern, zumindest im entferntesten, was mit PC-Spielen zu tun gehabt habt, müsstet ihr den kennen, weil das ist der Erschaffer von Titeln wie Monkey Island, Maniac Mansion und so weiter. Und der hatte eine Kickstarter-Aktion, glaube ich, Kickstarter war es, oder eine andere Seite, auf jeden Fall so war es in der Art, dass er ein neues Spiel machen wollte und das ist genau in dem Stil von diesen alten Adventure-Spielen. Kam vor einiger Zeit schon, glaube vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren, keine Ahnung, ich glaube eher vor 2, für PC raus und so weiter und jetzt auch auf die Switch-Variante. Spielt sich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt so das erste Kapitel, sage ich mal, fertig. Ich war sehr skeptisch, Adventure muss man, fand ich, immer mit der Maus eigentlich steuern, aber spielt sich eigentlich sehr vernünftig. Mit Hotspots könnt ihr gut mit den Schultertasten festloggen und so weiter. Sehr, sehr gutes Spiel und wo ich natürlich ganz froh bin, es ist zwar nur eine kleine Sache, aber es ist ein kleines Handbuch dabei. Es ist endlich mal was drin hier. Also, das ist eigentlich traurig, dass man sich über sowas freuen muss, aber da haben sich wirklich Mühe gemacht, war auch nicht teuer. Ich glaube 30 Dollar, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder 30 Euro umgerechnet, ich bin mir gerade unsicher. Der einzige große Nachteil von diesem Limited Run ist dass die ist ein amerikanisches Unternehmen und der Versand ins Ausland ist verdammt teuer. Ich glaube 15 Dollar oder ähnliches. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, wenn ihr mal euch 2, 3 Leute zusammentut und bestellt. Weil es ist natürlich wirklich teuer, muss man nicht unbedingt bezahlen, finde ich. Aber sehr schön, auch das mal physisch zu haben. So, und dann noch mein letztes Switch-Spiel. Ich glaube, es werden viele von euch gekauft haben. Und zwar Octopath Traveler. Und zwar das neue Spiel von Square Enix. Grafischer Stil, absolut Bombe, verehre ich. Ich denke mal, viele von euch auch können mit diesem Pixel-Look so ein bisschen was anfangen, würde ich sagen. Ist sehr geil gemacht, quasi Pixel-Look auf modern mit 3D. Ich habe gesehen, benutzt sogar die Unreal 4 Engine, die eigentlich auch sehr potent ist. Hat immer so einen kleinen Diorama-Look, das ist auch mal ein bisschen alles so unscharf und so weiter. Habe ich jetzt schon, ich glaube, 6 oder 7 Stunden gespielt. Also ihr habt da quasi 8 Charaktere, deswegen Octopath, ne? Wie 8, ne? Macht Sinn, die haben sich ab und zu mal schon was dabei gedacht. Ich habe jetzt, glaube ich, 6 Leute zusammengetrommelt. Meine Stammgruppe, sage ich mal, weil nur 4 in der aktuellen Gruppe immer drin sein können, habe ich eigentlich schon fest. Also mein Hauptcharakter ist hier dieser Ritter. Falls ihr das schon gespielt habt, dann habe ich die Händlerin. Dann diesen Gelehrten, der ordentlich gut zaubern kann, also der Magier quasi. So Platz 4 switcht bei mir noch etwas, da suche ich noch nach den optimalen. Macht aber sehr viel Spaß, klassische JRPG-Kost, kann man nicht mit viel falsch machen. Empfehle ich auf jeden Fall jeden von euch, der auch nur ein Fan ist, was mit Rollenspielen gerne zu tun hat. Macht sehr, sehr viel Spaß, kommt mir so ein bisschen sehr laberig teilweise vor, muss ich sagen. Aber das ist ja bei diesen japanischen Rollenspielen normal, würde ich sagen. Das war das alles für die Switch. Dann kommen wir mal kurz zu den Retro-Sachen. Und zwar hier ein Super Nintendo-Spiel, da habe ich mir geholt. Und zwar The Incredible Crash Test Dummies. Und zwar, ich weiß nicht wieder, wer von euch das war, aber einer hat sich das für Retro Panda quält sich gewünscht. Ich bin ganz schlecht im Namen vergessen. Es tut mir leid, wenn ihr hier zuguckt. Ich suche es dann für die Akte, für die wirkliche Folge raus. Habe ich billig bei eBay gesehen. Ich glaube, ich habe es mit Versand 6 Euro bezahlt. Kann man nicht mit falsch machen. Ich habe mal reingespielt. Ist im Gegensatz zu der Gameboy-Version scheint es keine Minispielsammlung zu sein, sondern eher so eine Art Plattformer. Ja, bin ich mal neugierig. Schauen wir mal rein, würde ich sagen. Ne? So, und dann habe ich noch ein paar Gameboy-Spiele. Und zwar fangen wir mal mit einem Klassiker an, Tennis. Ne? Da muss ich glaube nicht viel zu sagen. Tennis,
habe ich damals nicht selber gehabt, sondern von einem Kumpel ab und zu mal ausgeliehen. Ja, ist Tennis. Ich merke immer wieder, wenn ich in solche Tennisspiele reinspiele, dass ich zu doof für sowas bin. Also zumindest für die alten. Neuere habe ich jetzt noch nie angezockt. Ja, war billig. Ich glaube, ich habe hier bei eBay 1,50 € Gebot plus Versand. Ne? Also für 3 € oder sowas kann man sowas mal mitnehmen, würde ich sagen. So, und dann noch einen schönen Titel. Und zwar Die Schlümpfe. Ja, auch da wieder billige eBay-Auktionen. Ich gucke mal ab und zu mal durch, was so bald ausläuft, wo nicht viel was drauf geboten ist. Biete ihm mal so 2, 3 € drauf, das ist wieder so ein Kandidat. Ist ein solider Plattformer, bereite ich auch schon einen Test vor momentan, so nebenbei. Habe ich schon ein bisschen vorrecherchiert und ein bisschen reingespielt. Solider Plattformer macht Spaß. So, ein Spiel, wo ich den Test schon gemacht habe. Fish Dude. Also das ist kein richtig billiges Modul. Ich habe jetzt noch mit Versand 10 € bezahlt. Ich habe bei der Recherche festgestellt, also es ist ein Spiel, was bei uns in Europa nicht erschienen ist, sondern nur in den USA. Und in den USA ist das wohl eines der teureren Module. Also da muss man wohl so 30 Dollar bezahlen. Also in der Hinsicht habe ich ja durchaus so ein Schnäppchen gemacht. Ich muss das einfach haben, weil der Name so bekloppt ist. Das ist so Fish Dude. Früher Titel 1990, glaube ich, war es erschienen. Ist ein netter Arcade-artiger Titel, wo er so einen kleinen Fisch spielt und kleinere Fische auffressen müsst und aber auch größere Fische jagen euch und fangen euch. Habe ich heute schon einen Test fertig gemacht. Der müsste dann übernächste Woche kommen auf jeden Fall. Nettes Spiel, netter Zeitvertreib. Wenn ihr mehr wissen wollt, guckt euch einfach den Test an. So, und von meinem selben Anbieter habe ich noch ein anderes Gameboy-Spiel mir geholt. Cosmo Tank. Auch in Europa nicht erschienen. Da fand ich einfach den Namen klasse. Ich weiß nicht, Cosmo Tank. Mit dem Bild und so weiter, mit dem Cover. Das hat mich irgendwie angesprochen. Ich weiß gar nicht wieso, aber ich fand es eigentlich nicht schlecht. Ist auch ein sehr, sehr interessanter Titel anscheinend. Und zwar spielt ja ein Panzer. Ich weiß, Überraschung. Aus der Obendraufsicht müsst rumfahren, halt normal Gegner erledigen. Also so weit, so normal. Es gibt dann aber auch Abschnitte, wo ihr quasi in eine Ego-Sicht fährt und dann durch ein Labyrinth fahrt und Sachen abschießen müsst. Sieht sehr interessant aus. Freue mich auch schon mal einen Test zu machen irgendwann. Das waren auf jeden Fall meine Gameboy-Pickups. Und dann kommen wir noch zu den DOS-PC-Sachen. Und zwar erstmal eine kleine Sache. Der Clou. Für den, ja, für den DOS-Computer. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. CD-Version sieht man, das scheint so eine Art Budget-Version zu sein. Die gibt es natürlich nochmal hier in schön in einer großer Big Box oder so. Aber auch das war jetzt ein Kandidat. Ich habe jetzt 1,50 € drauf geboten plus 2,90 € Versand als Briefumschlag. Kann man nicht viel falsch machen. Habe ich ja reingespielt, habe ich schon einen Test gemacht. Fand ich sehr, sehr cool. Ich habe den Test gemacht, weil ich reingespielt habe und gleich so festgesaugt wurde, dachte ich mir, alles klar, machst du einen Test zu, wenn ihr jetzt großartig damit ein bisschen rumspielt. Macht sehr viel Spaß, ist eine Einbrechersimulation, ist natürlich aus heutiger Sicht nicht ganz perfekt, vor allem weil die Steuerung etwas, ja, etwas umständlich ist, sage ich mal. Also ihr habt quasi ein Objekt, was ihr überfallen müsst das vorher kurz beobachten, wo gehen Wachen lang, wann kommt die Polizei vorbei, wann lohnt es sich und so weiter. Dann müsst ihr diesen Einbruch sekundengenau planen. Ihr habt dann so einen Lageplan von der Draufsicht. Dann müsst ihr sagen, hier Person 1 geht da lang, bricht die Vitrine auf, holt das raus und so weiter. Das ist von der Steuerung aber etwas hakelig, weil der Part nicht mit der Maus gesteuert wird, sondern mit der Tastatur. Also deswegen, man merkt schon, heute würde es was anders machen, aber es ist durchaus auf jeden Fall noch spielbar. So, dann habe ich noch zwei Big Boxes mir geholt, und zwar Simon the Sorcerer 2. Nettes Adventure. Ich weiß, dass ich damals den ersten Teil gespielt habe, weil damals habe ich viel Adventures gespielt. Ich war zwar nie wirklich, wirklich gut, also ich habe nie ein Adventure ohne irgendwelche Komplettlösung oder sowas geschafft, aber das ist so ein schönes, entspanntes Spielen einfach. Ist auf jeden Fall die Diskettenversion. Also, wenn, dann versuche ich immer die Diskettenversion mir zu holen. Die ist natürlich dann teilweise im Vergleich zu der CD-Version die etwas schlechtere, weil bei CD gab es dann sowas schon mal wie Sprachausgabe mit oben drauf und so weiter, was für die Disketten einfach nicht gepasst hat.
Habe ich aber, weiß nicht, Diskette finde ich einfach so vom Gefühl her, das hat was. Das mag ich lieber, als so eine CD irgendwo reinzuschieben. Mal schauen, wann ich da mal die Zeit finde, da reinzusteigen. War nicht sehr teuer, also schauen wir mal. So, und noch mein letztes Spiel. Da muss ich ein bisschen was dazu sagen. Das ist, ihr seht schon, es ist ja ein etwas schlüpfriges Spiel. Und zwar ist das Bing, eine Krankenhaussimulation. Ich habe hier als pubertierender Junge natürlich auch unter anderem wegen diesen Argumenten, ich zeige euch jetzt auch mal die Rückseite, sehr, sehr gerne gespielt. Ist jetzt aber nicht einfach so ein schlüpfriges Erotikspiel oder so, was ihr vielleicht denkt. Das ist eine sehr, sehr gute Krankenhauswirtschaftssimulation. Und da zeige ich euch nämlich auch was. Das Spiel, das hat reihenweise super Wertungen bekommen. Also das zeigt euch ja schon, dass mehr hinter der schlüpfrigen Aufmachung steckt. Da mache ich auch einen Test dazu, um euch das mal ein bisschen näher zu bringen. Für mich eins der All-Time-Favorites von damals, auch abgesehen natürlich von diesen nackten Tatsachen und so weiter, sage ich mal. Das war als pubertierender Junge natürlich wesentlich wichtiger, als es heute ist, aber das Spiel, was dahinter steht, ist immer noch solide. Ich schaue da regelmäßig immer mal wieder nochmal rein und das ist so ein typisches Spiel, das fängt man an und immer guckt man auf die Uhr, oh, 1 Uhr nachts. Ups. Also, herrliches Spiel. Wollte ich auch unbedingt die Erstausgabe von der Big Box haben. Auch da gibt es viele Budget-Versionen. Das war auch mal auf dieser Gold Games Compilation drauf und so weiter. Wollte ich natürlich schön im Original haben mit der Box. Die hat natürlich jetzt nicht mehr so den schönen Zustand. Ihr seht es hier, da ist die Pappe ein bisschen, naja, ein bisschen angededdelt halt. Aber das ist ja, okay. Das ist auf jeden Fall, die Version findet man nicht so oft. Die taucht vielleicht so gefühlt einmal im Monat bei eBay auf. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich die in einigermaßen vernünftigen Zustand, sage ich mal, bekommen habe. Ist aber allerdings leider die CD-Version, nicht die Diskettenversion. Aber macht sehr, sehr viel Spaß. Freut euch auf den Test. Wird herrlich. So. Und das waren auch schon meine Pickups. Also, wenn ihr wieder etwas fragen wollt, wie gesagt, das Fragevideo, das würde ich denn gerne machen. Fragen einfach reinhauen. Ich würde es jetzt auch nicht limitieren, eine Frage pro Person oder so. Was ihr wissen wollt, haut einfach rein, dann würde ich mal ein schönes Fragestundenvideo machen. Ja, und ansonsten, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht euch noch einen schönen Sonntag oder wann ihr es auch immer seht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.